Wird aus diesen beiden Männern wirklich noch ein Team? CDU-Chef Armin Laschet feilsche um jeden Millimeter Macht, heißt es bei seinen Kontrahenten. Doch die Liste der Probleme ist lang. Wahlklatsche, schlechte Umfragewerte, Termingerangel, Streit in den eigenen Reihen. Und das Störfeuer wird immer größer. Öffentlich hat jetzt Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz mit seiner Partei abgerechnet, wirft ihr Denkfaulheit vor. Die Union hat das thematische Arbeiten verlernt. Das gilt für ihre inhaltliche Ausrichtung, wie auch für ihre Präsenz bei den Themen und den Menschen. Und auch die Bürger rechnen ab. Laut ARD-Deutschland-Trend denken gerade mal 18%, dass eine Jamaika-Koalition einen politischen Neubeginn bedeuten könnte. 51% setzen hingegen auf eine Ampel. Und auch der CDU-Chef selbst kriegt sein Fett weg. 66% sagen klar und deutlich, Laschet muss weg. Für jeden zweiten Wahlberechtigten wäre Olaf Scholz ein guter Bundeskanzler. Doch noch ist nichts verloren. Erstmal die Sondierungen abwarten, meint CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak. Wir gehen sehr ernsthaft in diese Gespräche. Und wir gehen natürlich auch mit einer Offenheit bezüglich der anderen Positionen in diese Gespräche, weil wir Brücken bauen wollen, weil es wichtig ist, dass dieses Land gut geführt wird. Und für die Sondierungsgespräche gibt es natürlich auch ein Sondierungsteam. Eine, wenn man so will, zehnköpfige Mannschaft. Doch auch das führt erneut zu Kopfschütteln. Diesmal bei der Schwesterpartei CSU, die nur 5 Mitglieder in die Gespräche schickt. Viel zu groß sei das Verhandlungsteam der CDU, die Absprachen schwierig. Aus CSU-Kreisen hieß es am Abend, es sei zum Verrücktwerden.